Herzlich willkommen zu meinem Windows 11 Grundkompetenzenkurs. Kurze Einführung, hier geht es im ersten Video um das Aufrufen des sogenannten Startmenüs. Bei Windows 10 war es ja noch links unten, hier die zwei Möglichkeiten, die jetzt sind. Ich fahre hinunter mit der Maus in die Taskleiste und habe dann hier dieses Symbol für das Startmenü. Ich klicke drauf und es erscheint dementsprechend. Zweite Möglichkeit wäre, auf der Tastatur die sogenannte Windows-Taste zu drücken. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es um Windows Tipps App starten geht.